Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu RimWorld und ja, wir werden in diesem Video so mehr oder weniger weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das heißt, diesen Bereich hier ausbauen. Außerdem ja hier weiter. Die Zonen werden wir noch ein bisschen weiter ja verarzten. Und zwar würde ich da mal damit anfangen, dass wir Süden und Belagerung überhaupt gar nicht mehr brauchen. Die sind Quatsch. So, und dann möchte ich einmal die Safe Zone. Ne, das passt soweit. Battle Zone. Diese Zone ohne Lager verkleinern. Und zwar möchte ich da diesen Bereich hier jeweils rausnehmen, wo wir Heilwurzel anbauen. Nee, das ist. Der Bereich ist, glaube ich, Quatsch. Weil, ja, da ist ja der Eingang halt, da sollten die schon drin bleiben. Aber wo wir es außerdem verkleinern können, ist das hier mit den Heilwurzel, hier mit den Teufelsgarnpilz. Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon mal eine ganze Menge weg von den Sachen, die uns, ja, wo es halt auch im Weg ist, ne? Also nicht im Weg ist, sondern wo die uns die guten Sachen wegfuttern würden. Und das ist natürlich etwas, das ihr und auch ich nicht wollt. So, ja, dann müssen wir jetzt hierher gehen und da noch eine Tür bauen. Das heißt, das Ding wieder abbrechen und eine Tür da reinsetzen, damit wir da rein können, wenn wir das müssen. Ja, das habe ich, Entschuldigung, auch weiß ich auch nur dank euren Kommentaren, weil wenn wir später mal mit irgendjemand aus dem Weltall handeln, wie auch immer das funktioniert, dann werden die Sachen in diesen Bereichen wohl abgelegt. So habe ich das. Ups, was war das denn jetzt? So habe ich das verstanden. Krillo, achso, Krillo reißt das Dach gerade ab, okay. Ansonsten, was liegt als nächstes an? Baue Wand. Okay, mir wäre eigentlich lieber, wenn wir hier erstmal die Lampen bauen. Weil auch das wieder, dank an eure Kommentare, dass das die Wahrscheinlichkeit für einen Käferbefall erhöhen würde, wenn es hier ständig dunkel ist. Dann kommt die Lampe. Dann machen wir die dazu. Und die und die und ich glaube, dann haben wir schon eine ganze Menge erledigt. So, dann muss ich mich hier mal eben umschauen. Ich glaube, unter Möbel sollte auch da tatsächlich ein Regal geben. Ich habe das noch nie genutzt. Ich baue davon einfach mal drei Stück hier oben. Was baue ich jetzt aus Holz? Das ist natürlich nicht unbedingt die beste Wahl, weil Holz haben wir so wenig. Nehmen wir doch mal lieber Granitblöcke. Regal Granit.
Luxador ist auch noch nach wie vor ja inspiriert. Da müssten wir eigentlich auch noch so viel wie möglich an Nutzen rausziehen. Was hier ja alles freigräbt, aber das können wir eigentlich nicht riskieren, solange nicht. Doch, wir können einen Teil können wir wohl schon abbauen. Im Grunde können wir das alles hier abreißen. Die Wand steht ja noch. Und dann würde ich auch fast sagen, dass das auch alles erstmal weg kann. Jo. Jetzt haben wir gerade mal wunderbar gesehen, wie diese Brocken im Weg liegen. Julian hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von Go-Juice-Sucht. Entzug 70%. Okay. Ja, da musste noch mal ein bisschen umherlaufen. Achso, und die Aurora habe ich verpasst. Shit. Na gut. Der Stehlampe. Achso, ne, Krillo baut jetzt erstmal hier, okay. Aufgabe Banditenlager. Maker, Ratsvorsitzender von den nördlichen Ifigoera, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawanen und so weiter. Wenn wir Erfolg haben, wird das unsere Beziehung verbessern und sie werden uns diese Belohnung schicken. Wert 2300. Unendlicher Kraftstoffreaktor Schmerzstopper. Maker sagt, dass es einen feindlichen Außenposten im Gebiet gibt, der von drei Feinden bewacht wird. Schauen wir uns doch mal an. Okay, das ist nicht weit weg. Also nicht genauer angucken kann ich es mir ja gar nicht. Aber traue ich mir sowas zu? Ehrlich gesagt nicht. Man möge mich als feige bezeichnen, aber ich weiß halt nicht, wie gut dieses Banditenlager befestigt ist. Ne? Das ist Sind das einfach nur drei Leute, die irgendwo ein Lagerfeuer gemacht haben? Ja, dann ist es halb so wild. Aber ist es was anderes, dann haben wir ein Problem. So, gucken wir hier die Tiere nochmal eben durch. Das passt. Truthähne, ja, die sollen in der Safe Zone bleiben. Puma ohne Lager. Stier und Kuh, das passt eigentlich auch alles. Ja, ist alles gut. Wir können auch eben nach den Wildtieren schauen. Dromedare zum Jagen. Hm. Frage ist, ob ich die nicht versuche zu zähmen, weil auch das wiederum kommt von euch, dass das sehr gute Tragetiere sind. Nee, dafür nehmen wir die Elefanten. Dann versuche ich lieber nochmal den Elefanten zu zähmen. Wo ist denn der wilde Elefant? Dort. Hm. Wer ist dafür zuständig? Das wird Burkhard machen oder das wird Lea machen? Burkhard zähmt Elefant, da kommt er schon, okay. Dann muss ich mal eben hier ein paar gute Kämpfer an die Seite stellen. Schicken wir Krillo, Kenny und Lea. Krillo, Kenny und Lea. Ihr drei. Versucht mal, den Burkhard, wenn es gefährlich wird, zu unterstützen. Hemmung fehlgeschlagen, aber sonst nichts weiter passiert. Okay. Gut, das muss ich auch versuchen, die nächsten Tage halt auch immer wieder im Auge zu behalten.
Ich wollte gerade schauen, ob wir da nicht jemand manuell den Auftrag geben. So, dieses Regal. Was können wir denn da einlagern? Waffen, oder? Das passt doch. Würde ich sogar tatsächlich einfach so lassen. Yoko Uma hat den Arbeitsrausch, also ist nicht mehr inspiriert. Der Arbeitsrausch ist vorbei. Mein Gott, Zungenbrecher. Ich würde ja so gerne endlich mal Teufelsgarnpilz ernten, aber das scheint noch zu dauern. Hier habt ihr mich noch auf was hingewiesen. Nämlich. Und das werden wir jetzt auch durchziehen. Mein Gott. Die Bereiche löschen. Und dann das erweitern. Ich hoffe, dass das geht, ohne dass das abgerissen wird. Zone erweitern. Dann nehmen wir jetzt mal das Ganze dazu. Kritischer Alarm, Feuer, bewusstloser Kolonist. Julian ist nicht mehr verwirrt. Oh je, was da wohl passiert ist. Wir schauen sofort. Da ist Mais eingestellt. Okay. Das ist Julian. Okay, der braucht dringend Nahrung, Ruhe. Und wo haben wir ein Feuer? Hier, wie kommt da denn ein Feuer hin? Julian liegt, oder Julian das gelegt. Glaube ich nicht. Feuer ist schnell gelöscht. Und Julian wird auch direkt weggetragen. Ach, Kenny ist gerade ein Feuerteufel, deswegen. Kenny will alles niederbrennen. Ja gut, es kommen genügend Leute, die alles löschen. Aber was machen wir denn mit dem? Können wir den einsperren? Wir haben gar keinen Gefängnisraum. Warum eigentlich? Ups, was war das? Warum eigentlich nicht? Sind die denn alle belegt? Ne, hier ist frei. Dann wird das mal... Obwohl, ich glaube nicht, dass Kenny das lustig findet, wenn wir ihn einsperren. Zündet der Tank hier an? Also. Ich bin sprachlos, muss ich mal wirklich sagen. So, aber jetzt mal erst, was ist denn hier überhaupt eingelagert? Wird es überhaupt sehen? Also ich meine, wenn da nur zwei Sachen eingelagert sind, dann brauche ich eigentlich keine Regale bauen, weil es bringt ja nichts. Ja, keine Ahnung. Julian, was ist denn jetzt schon wieder das
Problem. Go Juice Entzug minus 35. Ja, da musst du leider durch. Stromkabel haben wir da auch. Ja, dann können wir hier ja auch direkt eine Lampe hinbauen. Da kommt auch einer hin. Da kommt noch einer rein. Tja. Wir haben überhaupt kein Fleisch, ne? Das fällt schon auf. So, jetzt wird hier endlich weitergebaut. Eine ungewöhnliche Hitzewelle hat begonnen. Hitzewellen können sehr schnell durch einen Hitzschlag töten. Kühl dich ab, indem du eine Klimaanlage baust oder dich tief in einen Berg gräbst. So. Und hier ist es tatsächlich unangenehm warm. Hier auch. Der Rest, wo sich Duplikanten. Aber gut, die Hitzewelle fängt auch jetzt erst an, ne? Naja, schauen wir mal. Können dann jetzt den Rest hier auch noch abbauen. Das machen wir noch so. Zwei Türen für die Tierräume und dann wollte ich ja einen für Pflanzenfresser, einen für Fleischfresser machen. Oh, was denn jetzt schon wieder? Schon wieder? Kenny will alles niederbrennen. Dies geschah aufgrund des Merkmals Pyromane. Naja, dann kann ich da halt auch nicht viel gegen machen. Naja, kann ja vielleicht mal jemand aufstehen und das Feuer löschen. Ne, Axador ist, glaube ich, unser Arzt, ne? Den sollten wir schlafen lassen. Anta. So, sind schon alle gelöscht, okay. Ja, aber es gibt laufend neue. Ist Kenny denn so unzufrieden oder hat er da einfach nur, der hat da wahrscheinlich einfach nur Bock drauf. Das war schon wieder vorbei, diese Phase. Sehr nervig. So. Und war hier dann jede Menge Schlafplätze für. Ups. Schlafplätze für Tiere.
Axalor. Dann kannst du, nachdem du das so wunderbar gemacht hast, hier noch einen breiten Korridor freibuddeln, solange du arbeitswütig bist. Die nochmal wegtragen. So, und da müssen wir einen Raum eben hier. Ne, wir müssen für beide noch eine Kühlung bauen. Das habe ich ganz vergessen. Machen wir die mal jeweils dorthin. Stromkabel. Auch noch gelegt werden. So. Ja. Dann muss es hier in beiden Lagerzonen geben. Diese hier nennen wir Pflanzenfresser. Und erstmal wird hier alles gelöscht, da soll noch gar nichts eingelagert werden. Und diese hier nennen wir Fleischfresser. Und auch da soll erstmal noch nichts rein. So. 50 Grad, oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, wie warm das hier in den Räumen teilweise ist. In, oh, 38, das hätte ich jetzt schlimmer erwartet. 42. Dann kann es doch auch hier nicht so kalt sein, oder? 13 Grad. Ey, das soll eigentlich ein gefrorener, oder stimmt hier irgendwas mit den... Oh, das Ding steht noch auf Plus. Mei, oh mei. Ja, das kann natürlich auch nichts werden. Gott, was wir dann Strom verballert haben, wenn die zwei kühlen und einer heizt auf. Gut, schauen wir nochmal. Jetzt wird's hier auch ja, langsam kühler, aber... das ist auch wieder typisch für mich. Das mit der Kühlung hier geht aber flott. Achso, das Stromkabel fehlt, okay. Die beiden Elemente. So, jawohl. Dann wird es nämlich hier jetzt auch für die Tiere gleich angenehmer. Was macht es jetzt hier? 3 Grad. Ja, okay. Also wir kommen jetzt hier in den Temperaturbereich, wo wir hinwollen. Oh. Das sind aber wenig Tiere zum Jagen. Dromedare bleiben. Wie viele sind es denn? Ach da. 2 Männchen und Weibchen. Männchen. Ne, 2 mehr. Männchen. Na gut, ist auch okay. Achso, erstmal können wir hier den Elefanten. Oh, haben wir den gezähmt? Da haben wir auch Glück gehabt. Da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Den können wir trainieren auf jeden Fall.
Andromeda. Hey, warum können wir das denn nicht als Tragetier? Und gut. Na doch, die machen wir mal. Erstmal so. Okay. Kommt die Forschung vorwärts? Naja. Geht so, würde ich sagen. Das ist der Fleischfresserbereich. Fangen wir doch noch kurz an, dass wir die Zonen ändern, dass wir Gebiete verwalten. Können wir auch Sachen duplizieren? Nein. Okay, dann machen wir aus der ohne Lager machen wir Fleischfresser. So. Fleischfresser, die können wir eigentlich so lassen, wie sie ist. Außer, dass wir die nicht hier reinlassen. Genau. Verkleinern, Fleischfresser. Die sollen nicht hier hinein, um hier das rohe Fleisch zu futtern. Aber was die sollen, möchte hier gerne einlagern. Trockenfutter. Wichtig. Machen wir ruhig auf wichtig. So, jetzt muss ich natürlich die Tiere hier einteilen. Fleischfresser sind unsere Hunde, ja. Huskies auch. Truthahn nicht. Glaube ich teile einfach die Tiere, die Pflanzenfresser sind, aber ja, die packe ich erstmal in die Battle Zone, damit ich da den Überblick behalte. Puma, also das ist Dromedar auf jeden Fall. Stiere und die Kühe, wobei die, nee, die müssen wir auch überarbeiten. Die Safe Zone. Können wir da lassen. Nee, wir machen es anders. Wir packen alle Tiere, die Pflanzenfresser sind, in die Safe Zone. Diesen Faultier würde ich mal als Pflanzenfresser einstufen. Zone. Jetzt brauchen wir ein neues Gebiet, das wir Pflanzenfresser nennen. Und Pflanzenfresser muss ich dann jetzt eben diesen Bereich. Den wegmachen. Wobei das ja Quatsch ist. Weil Pflanzenfresser können auch ruhig. Nee, Quatsch, die sollen ja kein Trockenfutter. Nee, das war richtig. War schon. Oh mein Gott, was. Ich bin etwas verpeilt. So, da sollen keine Pflanzenfresser rein, damit die nicht das Trockenfutter weglassen. Außerdem sollen die dort nicht rein. Und dort nicht.
Ja. Richtig. So, jetzt müssen wir noch hingehen. Gebiete verwalten. Pflanzenfresser invertieren. Fertig, Tiere. Jetzt müssen wir die hier unten aufpassen. Riesenfaultier, Elefanten, alles als Pflanzenfresser, Dromedar, Kuh, junge Kuh, Kalb, Stier, Dromedar, Truthahn. Achso, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich muss die Tiere, die ich nicht überall haben möchte, muss ich natürlich in der Safe Zone lassen. Die jungen Elefanten gelten da auch dazu. Ja, somit haben wir dafür Regelungen geschaffen. Diese Zone können wir löschen. Jetzt muss ich nur noch mal das hier mit dem Trockenfutter auch überarbeiten. Aussetzen kommt raus. Die Tiere. Naja, viel an Tieren ist hier nicht los. Aber ich lasse mal trotzdem die Strauße jagen. Mal schauen, ob das gut geht. Die gehen trotzdem noch alle hier erst in diesen Raum. Vielleicht müssen wir den schon mal entfernen. Jäger ohne Fernkampfwaffe, wer sind das überhaupt? Hunter. Was hat Hunter für einen Fernkampfwert? 4. Naja gut, der darf sich doch durchaus hier mal. Einen Kurzbogen haben wir auch noch. Da haben wir noch was anderes. Einen guten Langbogen holen. Okay, so. Und da haben wir noch Sachen, die wir abtransportieren können. Und das gleiche gilt für diese. Alle weg. Und die Axas Inspiration. Oh mein Gott. Ist auch weg. Schade. Ich finde das so merkwürdig, wie Ewigkeiten das braucht. Oder wie, ja. Scheint auch, ah doch, jetzt ist es ausgesät, ja. Habe ich erst nicht gesehen. Bäume sind auch komplett gepflanzt. Wir, jetzt kommen gleich Biber, den geht's dann an Kragen. Was haben wir da denn? Aufgabe. Wahl. Häuptling der Grünen Bachunion hat uns eine Nachricht gesandt. Sie will sich mit uns zum Reden an einem nahen Ort treffen. Das kann eine großartige Möglichkeit sein, um Geschenke zu halten und unsere Beziehung zu deren Fraktion zu verbessern. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann eventuell auch mehr Schaden als Gutes anrichten und sie vielleicht sogar verärgern. Dann schauen wir doch nochmal eben, wer da besonders gut ist. Das ist Fabian. Allerdings hat Burkhardt 2 Flammen und der hat ja auch schon Erfahrung mit denen. Dann muss ich aber, bevor wir das machen, eine Sache hier umstellen. Ich habe nämlich allen hier eingeteilt, dass sie nichts Rohes essen sollen. Und das ist natürlich Schwachsinn, wenn die auf eine Karawane gehen und dann rohes Essen dabei haben. Das
Funktioniert nicht. So, Burkhard. Ne, Quatsch, auf der Weltkarte erstellt man eine Karawane. Da, ne, hä? Oh Mann. Ich weiß es nicht mehr. Es ist spät. Es ist sehr spät. Vielleicht sollte ich einfach jetzt gleich mal schlafen gehen. Und ich probiere es im nächsten Video. Also macht's gut. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr dürft gerne kommentieren, liken oder auch in meine anderen Videos reinschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier weiter begleitet auf meinem Weg bei YouTube. Bald sind 1000 Abonnenten erreicht. Und ja, vielleicht bist du ja sogar der 1000. Wer weiß. Also macht's gut. Bis bald und bye bye.